Ja, das müsste reichen als Thumbnail. What's poppin' und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen Sushi, denn ich war einkaufen, weil ich Bock auf Sushi hatte und habe Zeug für Sushi geholt. Das war sehr viel Sushi in einem Satz. Hier ist die Tüte und ich zeige euch jetzt einfach, was ich eingekauft habe. Einmal Nori-Blätter. Halt so dieses, die Alben, die man dafür braucht. Ja, oh, das brauchen wir nicht dafür. Dann einmal Sushi-Reis, wichtig, wichtig. Dann diesen veganen Lachs. Oh, den ist ein bisschen angequetscht. Naja, ich habe schon echt viel Positives davon gehört. Ich bin sehr gespannt, ob der schmecken wird. Und sonst ertränke ich es halt einfach in Sojasauce. Avocado, natürlich vorgereift, damit wir die direkt nutzen können. Noch eine Avocado. Eine Gurke, Hilfe, die Gurke. Die war sogar verhältnismäßig mega günstig, einfach 69 Cent. Oh, die Kamera hat sich bewegt. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Seit wann ist das so? Ich hoffe noch nicht so lange, sorry. Kameraführung kann ich. Ja, wo war ich? Die hat 69 Cent gekostet. Ja, eine Mango, weil... Das müsst ihr mal ausprobieren. Habt ihr schon mal Sushi mit Mango gegessen? Wenn nicht, dann probiert es safe aus, weil... Game Changer. Es ist so lecker. Es ist so lecker. Dann Wasabi. Und einen gelegten Ingwer. Geil. Geil, ich hoffe es schmeckt. Habe ich noch was? Ja, für mein Hochbeet. Kopfsalat. Wollt ihr, dass ich euch mitnehme, wenn ich alles in mein Hochbeet pflanze? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr es nicht wollt, ist mir egal. Ich möchte es halt trotzdem dokumentieren. Ja, und was dann noch reinkommt, ist Paprika aus diesem Kühlschrank. Die hole ich jetzt nicht extra. Womit wir anfangen? Mit dem Sushi-Reis. Den müssen wir jetzt erstmal köcheln. Verschiedene 15 Minuten. Ja, 15 Minuten. Wie viel? Eine Tasse Reis, eine Tasse Reis, gesagt, kaltes Wasser, ein Tee aufkochen lassen. Mit der Hitze 15 Minuten mit der Köcheln, bis der Reis das Wasser aufgenommen hat. Herausstellen, 10 Minuten mit geschehen lassen. Für noch bessere Klebeigenschaften. Dafür ist keine Zeit, ich bin hungrig. Und was ich mir auch geholt habe, weil ich das nicht besitze, Stäbchen. Cool, oder? Ja. Die haben hier auch so ein richtig cooles Muster. Da. Einfach nice. Okay, würde ich mal sagen, nehme ich euch jetzt mit beim Reiskochen. Woo! Und danach schneiden wir zusammen das ganze Obst und Gemüse. Der Reis ist schon in dem Topf drin und dann kommt ja die doppelte Menge an kalter Flüssigkeit rein und das muss jetzt aufgekocht werden. Ach ja, und Salz habe ich vergessen. Stimmt, Salz muss da auch noch mit rein. Das muss halt jetzt einmal aufkochen und wenn das dann aufgekocht ist, 15 Minuten leicht köcheln lassen. Und in der Zeit schneide ich schon mal das Gemüse kleiner, nehme ich euch dann jetzt mit. So, als erstes habe ich hier Gurke, die ich klein schneide. Tut mir leid, wenn die Position, also die Ausrichtung der Kamera ein bisschen blöd ist. Wobei, ich kann die noch ein bisschen nach hinten stellen, fällt mir gerade auf. So, ja. Ist ein bisschen besser. Ich habe jetzt nicht mehr ein großes Stativ hier. Ja. Damit müssen wir jetzt alle zurechtkommen. Aber man muss immer so übel dünn alles klein schneiden. Das kann ich nicht. Das ist so viel Leistungsdruck für mich. Ich frage mich, ob ich noch ein bisschen mit Gurke schneiden soll. Warum nicht? Im Kühlschrank hatte ich noch eine Möhre, die muss aufgebraucht werden. Da schneide ich die mal dafür. Ich frage mich, ob ich da wirklich Paprika reinpacken soll, weil eigentlich mag ich Sushi mit Paprika nicht so sehr. Deshalb bleibt es, glaube ich, bei Avocado, Gurke, Möhre und Mango. Und Lachs. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Bin ich mal gespannt. Noch, ob der Lachs überhaupt schmeckt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch nie richtigen, also tierischen Lachs gegessen. Wie entfernt ihr den Kern einer Avocado? Ich schwör's euch, ich krieg's nie hin. Ich krieg's nie gescheit hin. Ohne, dass ich Angst haben muss, dass ich mir irgendwie selber wehtue. Aber das ist ganz nice, gerade man kann die Schale hier so richtig easy abmachen. Das ist nicht selbstverständlich. Ach ja, gleich sollte ich auf jeden Fall auch noch die, wie heißt's, Stäbchen waschen, ne? So, abwaschen, damit die fresh sind. Manche, die kann man in die Spülmaschine tun. Safe nicht, ne? Ich frage euch so, als ob ich jetzt so eine Antwort bekomme. Ich bilde es mir ein, dass ihr antwortet. Ich liebe Avocado. Was ich auch überlegt habe zu machen, sind diese Sushi. Ich glaube, hier ist ein Nigiri.
bin mir nicht sicher, wo halt außen quasi der Reis ist. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe Angst, dass ich es verkacke. Ich glaube, ich brauche schon fast einen zweiten Teller. Am liebsten würde ich einfach die ganze Avocado so essen. Jetzt bin ich auch mit der Avocado fertig. So, ihr habt jetzt ein bisschen eine andere Perspektive. Wie heißt das? Mein Akku ist gerade leer gegangen und deshalb habe ich da jetzt gerade einen neuen Akku reingepackt. Und ja, die Kamera ein bisschen umgestellt. Ich glaube, so ist es sogar ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß nicht, wie vorteilhaft es ist, so eine Mango auf so ein kleines Brettchen zu schneiden. We will see. Wusstet ihr, dass ich es wirklich hasse, Mangos zu schneiden? Okay. Tschüss, ich habe einfach den Kern gespalten. Das habe ich einfach noch nie geschafft. Wow. Habt ihr schon mal gesehen, wie das Innere einer Mango aussieht? Sieht irgendwie eklig und wild zugleich aus. Ich bin gerade fasziniert. Wow. Mango ist so lecker, wow. Eine Sache, die ich auch so wild fand, falls ihr euch jetzt irgendwie wundert, warum ich Mango da reinmache. Wirklich, es passt mega gut. Ich war letztes Jahr in Thailand und da habe ich das allererste Mal gesehen und zwar Mango Sticky Rice. Da wurde dann Reis mit Mango serviert. Das war so ein beliebtes Gericht. Also das gab es halt wirklich in jedem thailändischen Restaurant. Das fand ich sehr wild. Sad life, ich habe es einfach kein einziges Mal da gegessen. Es war dann irgendwie immer so, ja, ja, wir probieren das, wir essen das. Und es ist halt einfach nicht passiert. Irgendwie voll der Fail. Gefühlt esse ich mehr von der Mango. Und das am Ende übrig bleibt. Egal. Das Ding ist, theoretisch muss man warten, bis der Reis richtig doll ausgekühlt ist. Das ist der Reis aber nicht. Ich bin hungrig und mache trotzdem Sushi jetzt. Und hoffe, es klappt trotzdem. So, als erstes nehme ich mir hier so ein Nori-Blatt. Ach ja, ich hole auch noch mal eben ein großes Brettchen und ein Messer, damit ich klar gleich die Sushis drauf schneiden kann. So. Ihr seht das gar nicht, ne? Moment, sieht man mehr, oder? Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Was auch wichtig ist, ihr müsst quasi an beiden Stellen, meine ich, 1 Zentimeter ungefähr Platz lassen, damit ihr das gleich so umklappen könnt und so zusammenrollen könnt. Dann machen wir als erstes Gurke und Avocado. Beste Kombi. Jetzt müsst ihr das dann quasi so zusammenklappen. So sieht man das ja auch einmal so zusammenklappen und dann so rollen. Übel, die riesen Sushi-Rolle habe ich hier gerade gemacht, merke ich gerade. Und sehr fest auch zusammen andrücken, damit das auch wirklich hält. Und so geht es jetzt erstmal weiter. So, ich schneide das hier schon mal klein. Die hässlichen kommen alle auf einen Teller.
Keine Ahnung, das riecht auf jeden Fall nicht nach Fisch. Ich bin mal gespannt, ich probiere mal eins roh. Ich glaube, im Sushi wird es geil schmecken. So, eine Packung ist hier leer. Meine Stimme kommt schon zur zweiten Nori-Packung. Das ist halt schon krass, wie günstig das verhältnismäßig ist. Ich glaube, ich habe für insgesamt alles, was ich jetzt hier verwende. Oh ja, lasst mich nicht lügen. 20 Euro, 25 Euro irgendwie so ausgegeben. Wenn man so überlegt, wie viel man vergleichsweise dafür bekommt, wenn man Sushi bestellt, ist ja viel weniger. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall schon, es selber zu machen. Also so preistechnisch ist es halt sehr viel Arbeit, ne? Und wie man vielleicht merkt, ich bin halt so ein bisschen hungrig. Und hungrig Sushi machen würde ich niemandem empfehlen. Also vorher auf jeden Fall rate ich hier jedem was essen. Langsam verlassen mich meine Nerven. Ich bin hungrig. Oh. Hier ist mein Sushi. Ich bin sehr happy. Und ich glaube, jetzt mache ich noch ein Thumbnail. Ja, das müsste reichen als Thumbnail. Vielleicht macht ihr mein Sushi-Projekt ja nach. Wie gesagt, mein Tipp. Macht es nicht hungrig. Nehmt viel Zeit oder bringt viel Zeit mit. Aber es lohnt sich am Ende schon. Es ist halt günstiger und keine Ahnung, es fühlt sich halt auch nice an, wenn man das selber gemacht hat. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, du hattest Spaß beim Zusehen. Lass mir doch gerne ein Like oder Kommentar da oder auch ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!